Gefühllos, das Lachen der Täter. Ironisch, Sigmar Polke, der Mensch im Künstler. Endlos, 50 Jahre Scorpions. Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Weiße Gewalt gegen schwarze Opfer und umgekehrt. Nicht erst die Gewaltorgie von Ferguson hat klargemacht, der Rassenkonflikt in Amerika ist noch lange nicht gelöst. Auch Barack Obama als erstem schwarzen Präsidenten ist es nicht gelungen, die Kluft zwischen Schwarz und Weiß zu schließen. Fast täglich kommt es zu rassistischen Übergriffen. Warum? Alice Goffman, eine weiße Soziologin aus der Oberschicht, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Sie mischte sich unter die Bevölkerungsgruppe der armen Viertel Amerikas und startete dort ihre Feldforschung. Herausgekommen ist die preisgekrönte Studie On the Run und ein Erkenntnisgewinn, der uns alle nachdenklich stimmen muss. Jürgen Frenznik und Joachim Gärtner. Eine Nation in Aufruhr. Seit Monaten gibt es immer wieder Proteste gegen Polizeigewalt in den USA, weil unbewaffnete Jugendliche oder Obdachlose von Beamten erschossen wurden. Fast immer sind die Opfer Schwarze. Jetzt rüttelt die junge Soziologin Alice Goffman Amerika auf. Mit dem Bericht über ihre ganz persönlichen Erfahrungen in einem schwarzen Viertel Philadelphias. Die Polizei behandelt Schwarze völlig anders als Weiße. Schwarze erleben Gewalt, können Gerichtskosten nicht bezahlen, werden dauernd überwacht, verhaftet, verurteilt. Ihr Leben ist ein völlig anderes als das weißer Bürger. Alice Goffman stammt aus der weißen Mittelschicht Philadelphias und lehrt heute an der Universität von Wisconsin. Doch 6 Jahre lang war sie in einer völlig anderen Welt zu Hause. Sie lebte in einem schwarzen Viertel, in dem Armut, Gewalt, Drogenhandel, Schießereien Alltag sind. Viele ihrer Freunde waren im Gefängnis, entlassen nur auf Bewährung. Sie führen ein Leben auf der Flucht vor der Polizei. Goffman erlebte hautnah mit, wie viele Bewohner des Viertels kriminalisiert werden von frühester Jugend an. Tim wurde schon mit 11 Jahren verhaftet, als sein Bruder ihn zur Schule fuhr. Es stellte sich heraus, dass das Auto vor Jahren in Kalifornien gestohlen worden war. Damit hat ein 11-Jähriger doch nichts zu tun. Trotzdem musste er vor ein Jugendgericht und bekam 3 Jahre auf Bewährung. Von da an lebte er in der Angst, dass die Polizei ihn wieder verhaftet. In den USA sitzen weltweit prozentual am meisten Menschen im Gefängnis. Mehr als zum Beispiel in China. Seit 40 Jahren folgt die Polizei einer Tough-on-Crime-Politik, verfolgt auch Bagatelldelikte gnadenlos. Die Gefangenenrate ist seitdem um 700% gestiegen. Die Haftanstalten sind überfüllt. Doch die Kriminalität hat kaum abgenommen. Diese Politik prägt das Leben ganzer Stadtviertel. Denn wer einmal in diesem System gefangen ist, kommt kaum wieder heraus. Alex wurde zusammengeschlagen, weigerte sich aber ins Krankenhaus zu gehen. Das hätte seine Bewährungsauflagen verletzt. Er durfte abends nach 8 nicht auf die Straße, sein Viertel nicht verlassen. Das hätte 20 Jahre Gefängnis bedeuten können. So saß er mit gebrochenem Kiefer und geschwollenem Auge da. Nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen in Ferguson letztes Jahr stellte ein Report der Regierung fest, dass die Polizei massive rassistische Vorurteile hat. Schwarzen wird grundsätzlich kriminelles Verhalten unterstellt. Alice Goffman weiß aus eigener Erfahrung, wie unterschiedlich Schwarze und Weiße behandelt werden. Hätte die Polizei unsere Partys an der Uni besucht, die Taschen der weißen Studenten gefilzt, sie wegen ihrer Drogen verhaftet oder wegen der Schlägereien oder wegen der Vergewaltigungen, die an der Uni passieren, dann hätten viele, viele meiner weißen Mitschüler eine Knastkarriere. Aber kein einziger von ihnen hat eine. Jedes der Videos von Polizeigewalt gegen Unschuldige, wie hier, als ein Obdachloser in Los Angeles erschossen wurde, heizt die Debatte in den USA von neuem an. Was muss passieren, damit die einseitige Kriminalisierung großer Teile der schwarzen Bevölkerung aufhört?
Heute setzen wir junge, schwarze Männer in den ärmsten Gegenden, die die geringsten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, die aus kaputten Familien stammen, mit absurd scharfen Bewährungsauflagen unter Druck. Sie dürfen nichts, überhaupt nichts falsch machen. Warum unterstützen wir sie nicht, bieten ihnen keine Bildung? Warum glauben wir nicht an junge Schwarze? Warum haben wir nur Handschellen und Gefängnis für sie? All diese Probleme scheinen in Madison, Wisconsin, weit weg. Doch der Schein trügt. Madison hat die höchste Knastrate der USA. 3 Tage vor unserem Interview wurde ein unbewaffneter junger Schwarzer von der Polizei erschossen. Auch hier gingen am Tag danach hunderte Menschen auf die Straße und skandierten, auch schwarze Leben zählen. Als ich dort lebte, hat es keine Proteste ausgelöst, wenn ein weißer Polizist einen Schwarzen erschoss. Nur stille Trauer. Das ist heute anders. Die Menschen sind aufgewühlt, demonstrieren gegen den Rassismus. Schwarze und Weiße, das ist großartig. Die Amerikaner haben einen Schwarzen zum Präsidenten gewählt. Es gibt heute eine schwarze Mittelschicht. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten debattiert das Land über alltäglichen systematischen Rassismus. Alice Goffmans sehr persönliches Zeugnis ist bei aller Härte der Realität, die sie beschreibt, auch ein Zeichen der Hoffnung. In gewissen Bundesstaaten, beispielsweise in Arizona, wird übrigens die 100-prozentige Auslastung von Gefängnissen staatlich garantiert. Das dürfte den Konflikt nicht unbedingt vereinfachen. Was verbirgt sich hinter dem Lachen von Killern? Was heißt es, wenn etwa deutsche Wehrmachtssoldaten lachend über ihre Gräueltaten berichteten? Schon in seinem Werk Männerfantasien hat sich der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit mit der Gewalt faschistischer Täter befasst. In seinem neuen Buch weitet er das Thema aus und analysiert Morde aus Geschichte und Gegenwart. Von den grausamen Köpfungen, die die Anhänger des Islamischen Staats ins Netz stellen, bis hin zu mordenden Kindersoldaten in Afrika. Was verbindet sie? Bevor wir mit Klaus Teweleit über seine Thesen sprechen, stellt Ihnen Susanne Christelli sein Buch vor. Charles Manson, Sektenführer und Massenmörder. 1969 initiiert er ein Massaker, bei dem die schwangere Schauspielerin Sharon Tate und weitere Menschen ermordet werden. Neil Young hat über Mansons brodelnden Gedankenstrom einen Song geschrieben. In Revolution Blues hat Manson jede Menge Spaß am Herumballern, bis ihm das nicht mehr reicht. Was geht in Massenmördern vor? Woher kommt ihr grausames Lächeln, mit dem sie die Richter genauso wie die Opfer verhöhnen? Klaus Teweleit ist diesen Fragen nachgegangen. In seinem neuen Buch »Das Lachen der Täter« hat er ein Psychogramm der Tötungslust erstellt. In seiner Reihe die Guerillabewegung der Roten Khmer, die geschätzt 2 Millionen Kambodschaner ums Leben brachte. Oder Ratko Mladic, der für das Massaker 1995 in Srebrenica verantwortlich ist. Angehörige der Hutu-Mehrheit töteten in Ruanda geschätzt 900.000 Menschen, darunter ein Großteil der Tutsi-Minderheit. Was haben sie gemeinsam mit den Soldaten und Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg? Dem Norweger Anders Breivik? Oder den Mördern der Charlie Hebdo-Karikaturisten? Nichts, sagt Klaus Teweleit. Die Täterreihe erzählt, es gibt keinen sicheren Ort und keine sichere Zeit. Eines aber eint die Mörder. Sie lachen. Guten Abend, Herr Teweleit. Ja, guten Abend, Frau Mayer. Das Lachen der Täter heißt Ihr Buch. Wann und wie ist Ihnen denn aufgefallen, dass es das Lachen ist, was die Täter verbindet? Das Lachen fällt auf in ganz vielen Berichten von Massakern, Tötungen in aller Welt. Ob man anfängt bei Anders Breivik in Norwegen, ob man nach Guatemala, Indonesien, Zentralafrika geht. Es wird immer reportiert,
dass das Killen besonders von Gruppen von einem exzessiven Gelächter begleitet ist. Bloß geht selten jemand theoretisch darauf ein, weil das so schwer zu verarbeiten ist. Man übergeht diesen Punkt und lässt es dann liegen. Und es ist ja dann auch die Lust, die sich in diesem Lachen zeigt. Woher kommt denn diese Lust am Töten? Die Lust am Töten kommt in der Regel aus Körpern, die, sagen wir mal, bestimmte Beschädigungen mit sich herumtragen, wo immer die auch herkommen, und die es sehr schwer haben, auf freundlichem Weg zu einem körperlichen Spannungsausgleich zu gelangen. Und bei sehr misshandelten oder teilzerstörten Körpern dreht sich das so weit um, dass sie zu einem Spannungsausgleich nur durch Gewaltakte kommen. Und ihre Sexualität ist dann auch gewaltmäßig kodiert. Und wie sehr brauchen diese Täter eine übergeordnete Ideologie, um ihre Tat zu rechtfertigen? Sie brauchen immer eine übergeordnete Ideologie, schon deswegen, um im bürgerlichen Sinne nicht straffähig zu sein. Also sie nehmen sich das Recht zu töten. Kein bürgerliches Gericht kommt daran, denn sie töten im Namen entweder des Christentums, des Islam oder der höheren Rasse, wie das die SS gemacht hat, Breivik mit Bezug auf Tempelritter, die IS-Killer mit Bezug auf den Islam. Das ist austauschbar. Die Leute sind deswegen nicht religiös unbedingt. Eine weitere Erkenntnis ist die Inszenierung. Was spielt die für eine Rolle beim Töten? Für diesen Typ des Täters spielt die Ausstellung eine zentrale Rolle. Also die Morde sollen nicht im Geheim begangen werden, sondern groß ausgestellt. Heute besonders im Netz, wie wir das bei IS sehen. Einmal, um Anhänger zu werben, dann um Drohung auszuüben gegenüber den Abweichenden und auch um auszustellen, welcher Lustgewinn dabei ist. Also wir sehen den lachenden Täter nach dem Abschneiden des Kopfes. Bezieht sich denn das Lachen hauptsächlich auf die Männer? Töten Frauen anders? Frauen töten ganz sicher anders. Das liegt daran, dass Männer, und zwar fast aller Kulturen, angehalten werden, ihre Emotionen motorisch abzureagieren. Heute meistens im Sport, aber in bestimmten Gebieten auch militärisch und mit direkter Gewalt. Dieses Training haben Frauen nicht. Also wenn sie, was sie könnten, ihre kleinen Kinder umbringen, geschieht das nicht mit exzessiver körperlicher Gewalt. Jedenfalls ganz selten. Es ist ein ganz klar männliches Phänomen. Was Sie auch festgestellt haben, ist, dass Jugendliche besonders anfällig sind für solche Taten. Wie erklären Sie sich das? Das hängt zusammen, grob gesagt, mit der Pubertät. Also gerade Jugendliche, die aus gemischten Familien kommen, ein Teil deutsch, ein Teil türkisch, nordafrikanisch, syrisch etc. Und aus diesem Umkreis kommen die meisten Jungen, die hier zum Dschihad gegangen sind, die oft in der Klemme sind zu der sexuellen Schwierigkeit, die sowieso da ist, also ein Empfinden für den eigenen Körper zu kriegen. Habe ich mit Jungs zu tun? Bin ich womöglich homosexuell? Komme ich an Mädchen ran? Etc. Und wo in diesen Familien religiöse Regeln dazukommen, die alles Mögliche verbieten, es ist sehr oft der Fall, dass diese Jugendlichen aus der Bahn der Selbstempfindung geschleudert werden, nicht wissen, wer und was sie sind. Und das ist der beste Boden für geschickte Leute, die ihnen versprechen, ihnen daraus zu helfen, ihnen Macht zu geben, einen festen Boden unter den Füßen, ihnen das Gefühl wegzunehmen, ihr werdet hier nie etwas, was viele von ihnen haben, dass sie dann darauf einsteigen und dem folgen und sich auf den Weg machen in den Irak oder nach Syrien und die Waffe erwarten und die Aufgaben.
Herr Teveleit, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke auch.